Wenn man diese Fehler, die in dem IPCC-Bericht aufgetaucht sind, jetzt alle korrigiert, ändert sich an den Grundprognosen für die globale Erwärmung natürlich überhaupt nichts, denn die sind einfach bestens wissenschaftlich gesichert. Die Klimaszenarien der Modelle zeigen uns die langfristigen Folgen unseres Treibhausgasausstoßes auf. Aber diese Klimamodelle sind nicht in der Lage, auf 10 oder 15 oder 20 Jahre Prognosen über den Klimaverlauf zu machen. Das ist in der Wissenschaft allgemein anerkannt. Modelle sind nicht in der Lage, auf 10 oder 15 oder 20 Jahre Prognosen über den Klimaverlauf zu machen. Das ist in der Wissenschaft allgemein anerkannt. Und? Ist Ihnen an diesem Ausschnitt etwas aufgefallen? Was glauben Sie? Aus welcher ZDF-Sendung stammt der Ausschnitt? Aus ZDF Heute oder aus ZDF Heute Journal? Weder noch. Der Bericht mit diesem wichtigen Zitat von Stefan Rahmstorf wurde in keiner der beiden bekannten ZDF-Nachrichtensendungen gesendet, sondern wurde nur im Internet unter heute.de als eigenständiger Videobericht von 3 Minuten 20 veröffentlicht. Und wir hatten diesen kurzen Bericht zum Glück als Datei gesichert. Aber damit noch nicht genug, denn das ZDF behauptete damals fälschlicherweise auf der Webseite der ZDF-Mediathek, dass dieser Beitrag mit dem Titel »Mehr Kohlendioxid, mehr Klimawandel?« im ZDF-Heute-Journal gelaufen wäre, was aber nachweislich nicht stimmte, wenn man sich die Heute-Journal-Sendung vom 26. September 2013 in voller Länge anschaut. So werden also dem Gebührenzahler wichtige Informationen in den Hauptnachrichten des ZDF vorenthalten, wobei das ZDF womöglich trotzdem behaupten wird, die Informationen wären ja im Internet sogar kostenlos verfügbar gewesen. Nur hat diese Informationen im Internet kaum jemand gesehen, geschweige denn gefunden. Und noch weniger Menschen werden diese wichtigen Informationen mit der wichtigen Bedeutung entsprechend bewerten können. Aber letztendlich ist durch diese Recherche nachgewiesen und dokumentiert, dass diese Information aus dem Rahmstorf-Zitat nachweislich auch dem ZDF bekannt war. Somit stellt sich die Frage, warum einen Tag später, am Freitag, den 27. September 2013, als der 5. IPCC-Weltklimabericht veröffentlicht worden war, die ZDF-Journalisten in der Heute-Sendung wieder mehrfach ihren Klimaprognose-Schwindel verbreitet haben. Sagt nämlich, dass die Klimaerwärmung deutlich voranschreitet. Meine Kollegin Christine Elsner mit den Fakten. Das alarmierendste Ergebnis: der Meeresspiegel steigt bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 82 Zentimeter. Das ist deutlich mehr als früher prognostiziert. Ohne Gegenmaßnahmen würden beispielsweise an der Nordseeküste weite Bereiche der Niederlande und Norddeutschlands überflutet. Die Erwärmungspause. Der CO2-Ausstoß steigt zwar, aber die globale Durchschnittstemperatur nimmt seit 15 Jahren nicht mehr zu. Die Erderwärmung macht also seit 15 Jahren Pause. Wie passt das denn zu den neuen Prognosen? Ja, die Weltmeere scheinen dabei eine ganz wesentliche Rolle zu spielen. Schauen wir mal auf den. Wie lange könnte denn so eine Erwärmungspause dauern? Das weiß leider niemand ganz genau. Sicher ist nur, es wird einen Tag geben, da kehren sich diese Strömungsverhältnisse um. Irgendwann wird das der Fall sein. Aber so kurze Zeiträume wie diese 15 Jahre, das interessiert die Klimaforscher eigentlich gar nicht. Sie schauen eher auf 50 oder 100 Jahre. Und da haben wir ja die neue Prognose bekommen. Bis zu 4 Grad kann eben die Temperatur ansteigen. Das würde unvorhersehbare Umweltschäden dann einfach bedeuten. In der mit dem ZDF kooperierenden Dreisat-Kulturzeitsendung wurden am 27.09. ebenfalls Zitate aus dem heute.de Internet-Videobericht verwendet. Aber das wichtige Zitat war merkwürdigerweise nicht dabei, sondern nur der folgende Zitatausschnitt aus dem Interview mit Stefan Rahmstorf. Es kommen mehrere Faktoren zusammen. Einmal eine natürliche Klimaschaukel im Pazifischen Ozean, nämlich das sogenannte El Niño-Phänomen, was mal kalte und mal wärmere Jahre verursacht. Und man muss auch sehen, dass wir durch ein besonders tiefes und anhaltendes Sonnenminimum hindurchgegangen sind in den letzten Jahren. Beide Faktoren haben sicher dazu beigetragen, dass die Erwärmung langsamer verlief.
Die ZDF-Heute-Journalsendung abends am gleichen Tag vermied zum Glück die Klimapanik des Volker Angriss aus der 19 Uhr Heute-Sendung und bemühte sich stattdessen wohltuend in Ansätzen, die bedingten Wahrscheinlichkeiten bei den Klimaprojektionen herauszustellen. Hunderte Wissenschaftler haben ihre Erkenntnisse zum Klimawandel zusammengetragen. Sie sprechen dabei von Wahrscheinlichkeiten. Wegen natürlicher Schwankungen seien nur bedingt Aussagen über langfristige Trends möglich. Erwähnenswert ist auch dieser Ausschnitt am 27.09. im Heute-Journal mit Klaus Kleber. Aktuellen Politbarometer kein Mitleid. 55% erklären trotz der schwierigen Verhältnisse, dass sie mit dem Ausgang der Wahl zufrieden sind. Und wenn am Sonntag gleich wieder gewählt würde, würden sich nur wenige anders entscheiden. Die CDU würde noch deutlicher gewinnen, die SPD auch. Fällt Ihnen an der Grafik etwas auf? Richtig, die Grafik über den möglichen Ausgang der nächsten Bundestagswahl trägt die korrekte Überschrift Projektion. Denn der Ausdruck Prognose wäre an dieser Stelle falsch gewesen. Das hatten wir ja auch in unserem Hauptvideo am 24. November 2014 erklärend erwähnt. Aber solch seriös journalistischen Lichtblicke beim ZDF halten sich in Grenzen. Denn im Dezember 2014 verbreitete der mit Halbwissen ausgestattete Chef der ZDF-Umweltredaktion, Volker Angriss, im Rahmen der Berichterstattung über die Klimakonferenz in Lima erneut den Vorhersageschwindel der angeblich so seriös informativen Klimamodelle. Hat auch im Film gesagt, du brauchst jede Menge Daten, Millionen von Daten, und dann werden die in bestimmte Simulationsprogramme, in Rechner gegeben, und dann wird einfach probiert, gemacht, getan, es wird abgeglichen mit Fakten aus der Vergangenheit, und so entstehen diese Klimavorhersagemodelle. Und darauf berufen wir uns ja. Der IPCC, der Weltklimarat, rechnet genau mit diesen Modellen, beziehungsweise... Und das ZDF-Heute-Journal hat den Klimapapst Schellenhuber in diesen Tagen auch wieder mit einem mehr als peinlichen Statement zu Wort kommen lassen. Um das Klima zu retten. Es gibt ja da so eine Aussage, dass der Drang zum Steuersparen bei dem Deutschen noch stärker ausgeprägt ist als der Sexualtrieb. Kann ich nicht bestätigen, aber wie auch immer. Und dieses Zitat stammt nicht von Schellenhuber, sondern hat dieser zweifelhafte politische Wissenschaftler Schellenhuber nicht zum ersten Mal von einem ganz bestimmten Politiker übernommen. Zufall? Steuerliche Anreize gibt. In Deutschland ist der Steuerspartrieb ausgeprägter als der Sexualtrieb. Schellenhuber meint wohl mit dem folgenden abschließenden Zitat eher sich selbst und seine eigene dubiose Zunft der Klimafolgenforscher beim PIK in Potsdam. Die Fakten sind so klar, dass man sich eigentlich nicht mehr verstecken kann, in irgendeiner Weise verbergen kann. Ich glaube, es ist nur relativ leicht, dass man einen kollektiven Selbstbetrug durchführt. Es ist eben der kollektive Selbstbetrug einer Gesellschaft, die auf der Titanic tanzt.